gelandet. Ja. Oder? Finde ich schon. 12 Uhr. So, und wo bist du jetzt? Tja, wenn man das wüsste. Aber ich habe eine Ahnung. Achtung. Da ist der Zeltplatz. Da ist die Kaserne. Hier unten muss das sein. Also ich glaube, das ist da drüben. Imschen. Ich muss hier sitzen wahrscheinlich. Oder? Das ist es. Ja, Berlin ist groß, Berlin ist groß. Das muss man einfach sagen. Das ist die Pfaueninsel. Und hier unten ist die berühmte Klinikerbrücke. Da. Ja, so ist es. Und hier hinten ist dann der Spazierweg. Und das ist ja genau. Volkspark lang. Da drüben muss Babelsberg sein. Und da oben bin ich eigentlich hergekommen. Hier mitten aus dem Zentrum von Berlin fährt man dann, da unten ist der Kaiserdamm, der geht mitten rein. Also es ist schon irre, wenn man da so reinfährt. Finde ich jedes Mal ist das. Und dann fährt man raus, hier, das geht aus Berlin raus, Heerstraße. Heerstraße, geht es nach Starken und dann geht es hier ab Pischelsdorf und geht hier unten entlang Gatto, Kladow und dann geht es da ja, jetzt weiß man wenigstens, wo man ist ungefähr. Schon groß Berlin, schon groß, nicht zu unterschätzen. Wie ich herkam, habe ich gedacht, naja, Berliner Ring, fahre ich halt rum, bis ich die Abfahrt finde. Das war aber ein Fehler. Das weiß ich noch, das war ein Fehler. Naja, gut. Wenn man den inneren Ring fährt, das geht. Aber der geht ja nicht ganz durch, aber das geht noch. Aber der äußere, Katastrophe. So. Das ist so, glaube ich, 200 Kilometer oder noch länger. Das war's. Sehr schön. Da ist das Gasthaus. Und das finde ich schon sehr reizvoll, oder? Oh. Jetzt gehe ich aber einen Kaffee trinken. Auf irgendwo. In diese Kurve. Ja. Ist doch
irre. Geht's bis da hin ist das Rote Rathaus, dann der Alex. Ziegesäule dazwischen. Und ganz vorne, den sieht man natürlich nicht, der Ernst-Walter Platz. Boah. Finde ich immer wieder gut. Ey. Sollte man am Sonntag ganz groß schreiben. Relax und zum Entspannen gleich mehr maximale Abwechslung für Sie hier auf 105 in Spreeradio. Unter anderem mit Lucas Graham und Eric Harmon. Hey Kids, mach diesen Hit zu eurem Hit. Geoligo Live und die Deutsche Bahn geben dir eine ganz besondere Challenge. Schreibe einen neuen Refrain für den Song Royals and Blitz, den ich für mich gemacht Kredit der Targobank hat. Dann spürt man. Und jetzt läuft's auch wieder. Der Wie für mich gemacht. Jetzt kommt man gleich an die Oper. 24 Grad, das ist jetzt die deutsche Oper. Nicht wesentlich wärmer wird es heute. 26 Grad. Und das andere ist die Staatsoper. Die deutsche Staatsoper. Und spätestens auch am Nachmittag gibt es dann richtig. Es könnte schon passieren, dass man sich da falsch fahren lässt. Ne? Und der Taxifahrer nicht nachfragt. Das ist dann meist trocken bei 14 Grad. Morgen am Montag wechselnd bewölkt mit gelegentlichen Schauern bei maximal. Die Spuranzeiger sind wieder mal defekt auf der Heerstraße. Vorne kommen wir jetzt zum Ernst-Reuter-Platz. Ich bin Christian Orschmann, guten Tag. Klare Zeichen. Nach der Demo von rund 20.000 Menschen hier in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen kommen von Seiten der Politik klare Zeichen für die Fortsetzung des Kurses zur Bekämpfung der Pandemie. CSU-Chef sprach sich angesichts der steigenden Zahl an Infektionen gegen weitere Lockerungen aus. Clemens Kort berichtet für 105 in Spreeradio. Über die Gesundheit oder Covid-Idioten. Jenseits der Demo gibt es kaum Verständnis. Wir müssen damit rechnen, dass Corona mit voller Wucht wieder auf uns zukommt, sagte Söder der Bild am Sonntag. Er beklagt zunehmenden Leichtsinn. Das Virus bleibe eine Daueraufgabe, die uns permanent unter Stress setzt. Stress, den hatte gestern die Berliner Polizei. Als wollte die Demonstranten, die Hygieneregeln nicht einhielten, musste sie die Demo auflösen. Fakt ist, die Corona-Infektionszahlen steigen weiter. Das Robert-Koch-Institut meldet aktuell 955 neue Fälle. Bei der Auflösung der Kundgebung sind gestern 18 Polizeibeamte verletzt worden. In Mamming in Bayern sind bei Saisonarbeitern eines zweiten Gemüsehofes Corona-Infektionen nachgewiesen worden. In dem Betrieb wurden 27 Fälle bestätigt. Auf einem anderen Hof hat es vorher einen Ausbruch gegeben mit bisher mindestens 2. Ich wollte nur mal wissen, was es sage, wie viele Leute daran teilgenommen haben. Der Landrat Bumeder geht wohl davon aus, dass die Saisonarbeiter untereinander Kontakt hatten und so das Virus übertragen wurde. Diejenigen, die sich mit dem Virus infiziert haben und auch deren Kontaktpersonen, wurden umgehend isoliert. Mittlerweile haben sich rund 5000 Bürger des Landkreises testen lassen. Bis auf einen positiven Fall waren alle negativ und dieser hatte nichts mit den infizierten Saisonarbeitern zu tun. Schwarzarbeit in Deutschland ist wegen der Corona-Pandemie stärker auf dem Vormarsch als bisher angenommen, das schätzen Experten. Nach einer neuen Berechnung für die Welt am Sonntag erhöht sich der Anteil der Schwarzarbeit am Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr von rund 9% auf 11%. Von den Tiergarten. Siegesaussichten geht der sechsmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton heute Nachmittag in sein Heimrennen in Silverstone. Der Mercedes-Pilot startet von der Position in den großen Preis von Großbritannien. Jetzt fahren wir nachher, ich fahre jetzt mal runter von der Siegessäule bis runter zum Brandenburger Tor. Das war alles gerammelt voll. Sicher, bei der Love Parade ging es noch bis da runter, noch weiter. Schlimmer kann es nicht werden, erklärt Vettel. Gerüchte verlangen Nachteile ihm gegenüber ist 0,5 am Stück. Der Brandl hat mich gestern nochmal gefragt, was ich denn davon jetzt hätte von der Demo. Das, man kann das nicht sagen. Ne? Das ist halt, dass man meint, man muss es machen. Ne? Man muss dabei sein. Weil es ein Anliegen ist. Es ist ein Anliegen. So muss man es sagen. Und deswegen ist man dabei. Und anderen ist es eben nicht so wichtig. Tja, so war's. Deswegen darf man es nicht so eng sehen, weil so und so nichts. Ob da jetzt eine Botschaft davon ausgeht oder nicht, das hängt da von uns ab, die wir dabei waren. Denke ich. Da ist praktisch die 17. Juni, Junge. Bis zum Brandenburger Tor war alles vorne. Und da haben wir gestern versucht zu schätzen, wie viel da auf so in so eine Querreihe reingehen.
Und da gab es eine Schätzung, die konnte man nicht glauben, aber es ist nicht unrealistisch. Der hat gesagt, auf 10 Meter, auf 10 laufende Meter, 2000 Menschen. Das hört man erst, denkt man erst, das kann überhaupt nicht sein. Ne? Das wäre auf der laufenden Meter 200. Also das heißt, man müsste sich quer über die Straße auf einen Meter 200 Menschen vorstellen. Und wenn das ist ein bisschen viel, ne? 100. Und wenn auch mal einer dazwischen steht, sind es 200. Also gut. Jedenfalls 2 Kilometer mal 200 sind allein 400.000 auf der Straße hier. Und das ist auch meine Schätzung. 5,5 Millionen. Da war noch, der ganze Tiergarten war noch voll. Das sagen die 20.000, das ist ja Unverschämtheit. Oder sie sagen gar nichts mehr. Also sagen wollen. Und wenn man dann zu ihnen sagt, sie sind eine Lückenpresse, dann regen sie sich auf. Das ist doch alles nur noch pervers. Ich kann mich nicht mehr einbringen. Das sind hier noch welche. Es geht weiter, gell? Ja. Du musst einen Parkplatz finden, wenn du da hier willst. Ja, und wo? Seid doch mal ganz unverschämt, fahr einfach zu diesem Glockenturm. Mach ich jetzt einen Platz, aber ich habe jetzt doch keine Lust. Das ist mir zu doof. Der Präsident, wenn er denn präsidiert, der Knast, Moabit. Und dann kommen wir zum Gericht. Kommen wir zum Luftwaffen. Luftfahrtminister. Luftwaffen. In der Hauptstadt. Da sitzen sie auf den Gräber. Symbole. Und da drüben sind die? Die Amerikaner. Mit Gitterzaun und Absperrpfosten. So, Stillhuder See. Und der Campingplatz, würde ich mal sagen. Kann man nochmal einen Abgang machen, sozusagen. Abgesang. Ein Abgesang. Kein Abgang, Abgesang. Aber es fällt mir nichts ein. Ich lasse es erstmal.